Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir haben, oder besser gesagt, ich habe, als ich noch schnell Material geholt habe für dieses Projekt hier, habe ich noch schnell mit Preston gesprochen und er hat mir einen Auftrag gegeben, eine Siedlung zu retten. Und zwar da unten drunten, die hier. Also da gehen wir dann gleich mal hin, und zwar sofort die. Jo. Und befreien die Siedlung vor den Raidern. Ich glaube, Raider waren's. Werden wir gleich sehen. Es kommt eine Riesenarmee von Supermutanten und von Synth und von weiß Gott was allem. Alles nur keine Raider nicht. So, also hier soll es zur Sache gehen. Gnädigste. Hallo? Hallo? Hey, ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Eigentlich schon. Was gibt's denn für ein Problem? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wiederkommen, um ein Exempel an uns zu statuieren. Sehr schön. Wir sind keine Soldaten. Hoffentlich kannst du uns helfen, eine Verteidigung aufzubauen, bevor es zu spät ist. Ach, tatsächlich? Das können wir hier auch? Tatsächlich? Scheiße, und wie, ja, das ist jetzt mal ein Auftrag. Nullschutz, ja. Und ich habe wahrscheinlich auch nichts mit, dass ich euch jetzt irgendwie schützen könnte. Oder vielleicht doch. Ne. Aber gar nichts mit. Hey. Das ist wieder super. Und hier? Fehlt Stahl. Ich denke mal, das Ganze wird auch von dem mit genommen, was wir hier und so von Hancock haben. Meine ich also Inventar, dass sein Inventar mitzählt oder vielleicht auch nicht. Boah, das ist gerade echt übel. Was aufbauen, ja. Hancock? Ja? Zeig mal, was du hast. Ja, wirf mal einen Blick rein. Nix. Schlecht. Und da ist auch nix, ne? Oh doch, Bild, was ist da? Super, echt. Hast du den Mantel noch nicht genäht? Steht auf meiner Liste. Dann sieh das als freundlichen Hinweis. Ich muss Klumpert holen gehen. Hoppala, Entschuldigung. So, wartet. Ich muss ganz schnell Zeugs holen gehen. Das ist schon wieder eine Bauquest, ne? Fängt schon wieder super an. Aber ich will eigentlich nur ein bisschen Schutz bauen. So zwei, drei Geschützdinger. Und dann hoffe ich, dass das schon mal passt. Plus ein, so ein... Nein, es sind nur zwei. Ich glaube, drei Leute sind da, ne? Also ein drum hoffe ich, dass es passt. Einmal so zum Verteidigen, ne? So ein Wachposten-Dings. Und vielleicht zwei Abwehrgeschützdings da. Kaboom. Ja. Servus. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich bin schon dabei. Hör auf, dich zu beschweren. Also, wieder mal brauche ich Stahl. So, Holz müsste genug sein. Aber Stahl halt, ne? Verdammt. Stoff, Glas, Kupfer, Stahl. Besen, Holz, Dingens. Glas, Holz, noch mehr Holz. Da haben wir ein bisschen Stahl. Geht da nicht ein bisschen mehr? Von mir aus zwei Bratpfannen nehmen wir mal mit. Das Bügeleisen. Was war da? Bügelsäge. Okay, jetzt bin ich gleich voll wie ein Christbaum. Stahl hat gefehlt. Ich denke mal, war das Strom? Haben die Strom gebraucht? Ich glaube nicht. Das war jetzt nur die Verteidigung. Jetzt muss ich nachschauen, was die brauchen. Verflixt. Ja, ja, hört's auf, euch zu beschweren. So. Lupschen, also Schutz.
Das klumpert. Was kostet das? Holz und Stahl. 4 Stahl. Stahl habe ich da zum Saufuttern mit, ne? Also hier halt im Dorf habe ich genug. Stimmt, Schaltkreise brauchen wir noch. Und hier brauchen wir auch sau viel Stahl. Okay. Gewächter. Okay, Hancock, du musst mir tragen helfen. Das kann ich schon mal machen. Hey! Schieß los! Ja, komm näher. Handel. Ist reichlich vorhanden. Jo. Bleib mal stehen, bitte. Schrott. Ich hau ihm einfach mal alles rein, was wir da so mit haben. So. Wahrscheinlich reicht es eh schon. Oder auch nicht. So. Passt, dann sind wir wieder leichter. Schaltkreise brauchen wir auch. Richtig. Super, nochmal durchschauen. Natürlich. Wo schaue ich denn durch? Ich bin auch schon durch. Vollgas durch. Blei, Dingens, Holzfeder, bla bla bla. Zahnräder. Nein, Dings brauchten wir. Nein, nicht, nein, nein, nein. Mann, das ist jetzt wieder ärgerlich. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Dabei wollte ich doch Questen gehen. Und dann kommt so was bei raus. Freilich, die nehmen wir auch. Nanu? Mit. Euch auch gleich, weil Stahl, also Stahl brauchen wir. Der ist schon ein bisschen schwer. Der ist auch schwer, den will ich nicht mitnehmen. Stahl, Zahnrad. Glumpert. Stahl. Was war da mit Stahl? Also das drum? Ja, das ist wenigstens leicht. Eine Holomarke. Oh, ist auch schade, wegschmeißen. Ich meine, ach, ist ja wurscht, wird sowieso verbraucht, her damit. Hundenapf. Stahl. Eine Kaffeekanne. Die hat verdammt viel Keramik. Also Keramik nicht, Dings. Kupfer. Glas. Kleber. Stahl. Kleiderbügel. Ich glaube, Stahl hoffe ich mal, dass wir genug haben. Knochen, Knochen, Knochen. Sicherung war jetzt noch, ne? Ich bin mir sicher, wir brauchen eine Sicherung. Ah. So. Na, wo ist denn da was? Wahrscheinlich habe ich gar nichts mehr von dem Klumpert. Aber es müsste... Doch, natürlich habe ich was. Schaltkreise. Die brauchen wir. Die nehmen wir mal mit. Ich glaube, die waren gebraucht. Wahrscheinlich Schaltkreis, nicht Sicherungen, ne? Ich bin auch so eine Sicherung. Ich hoffe, das war jetzt das. Ich will jetzt... Ich muss nochmal nachschauen, weil ich ein Profi bin. Also, Schutz. Hier, Stahlholz müsste passen. Hier, Geschütztürme, Schaltkreise waren es ja, nicht Sicherung, Schaltkreise. Zahnrädchen brauche ich auch. Und Öl. Scheibendreck. Okay, also Öl und Zahnräder noch. So, jetzt wieder durchschauen. Verdammt. Da waren doch irgendwo ganz... Vielleicht gibt es jetzt das Zahnrad zum Zahnrad, ne? Ich fange mal von unten an. Ich glaube, da bin ich besser... Ah, ja. Was vergesse ich schon wieder? Richtig. Da, warte mal. Da war schon was. Stoff. Zahnräder. Die sind schwer, ne? Okay, nur eins. Glas war... Öl brauche ich auch. Öl und Zahnräder. Golduhren. Ja, das könnte man eigentlich machen. Und Öl wäre noch nicht schlecht. Öl, 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 Öl. Das war wahrscheinlich oben weiter, ne? Keramik. Nein. Komm schon bitte, Öl. Ein bisschen was vom Öl, wär supi, komm. Ja, so viel Plastik geklumpert. 30 Jahre später. Noch mehr Schaltkreise. Ja, ist sie wurscht, nehmen wir es noch mit.
Ich hau sie rein ins Dingens und passt. Also Öl, gibt's noch was mit Öl? Knochen, Stahl, Öl. Seife gibt Öl? Was ist denn das bitte für eine Seife? Da haben wir Öl. Speiseöl, ja, das ist verständlich. Aber Seife? Naja. Da, Tafellöffel, Stahl. So viel Stahl, ich brauche Öl. Komm schon, irgendwo wird doch noch ein bisschen Öl sein. 14 haben wir ja nur. Da ist reines Öl. Öl zu Öl, Ölkanister, nehmen wir von mir das auch mit. Ach Gottchen, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Da ist halt auch noch was, nehmen wir halt auch mit. Und ich glaube, das war schon, wenn nicht im Benzinkanister oder so was drinnen ist, fürchte ich, dass das dann nichts mehr sein tut. Halt, was war da? Glas. Holz, Holz, Stolz auf Holz. Gummi, Gold, bla bla, bla bla. Halt, nein. Da, Öl. Gelbe Farbe gibt Öl. Na gut, mir aus. So, ja. Ich hätte gesagt, einen gelben Fleck. Ah, haha. Ja. Ich hoffe, dass da ist noch was. Na, falsch, blaue Farbe. Wurscht, egal. Ich hoffe, das passt so. Abmarsch zurück zur Siedlung. Und dann hoffe ich mal, dass es damit schon erledigt ist. So. Zwei Leute gibt es da noch. Okay. Das heißt, einer ist für die Verteidigung zuständig und der andere eben für die Feldarbeit. Jo. Hui. Toll. Fast ein, also ein Viertel den Bartsch wieder vernichtet, nur mit Schrott, ja, mitnehmen. So ein Mist. Na echt, so ein Mist. Aber was soll man machen? Kann ich hier eigentlich die Wand einreißen? Da unten wäre sicher ein schönes Plätzchen noch zum Schlafen gehen. Weil ein Bettchen ist schon ein bisschen wenig, oder? Tun wir mal auf V. Vielleicht wird es ja passen sogar. Schutz, Wasser, Betten sind sogar zwei. Ja, ich kann halt nur nicht zählen. Na Fisch. Da oben wäre es halt... Wow. Bist du irre? Hey, ich bin jetzt einmal noch fertig. Ich bin jetzt einmal noch fertig. Hallo? Hallo? Super, ich krieg gleich die Krise. Ich brauche meine Waffe. So langsam jetzt mal. Also, ihr dreckigen Schweine. Und was macht Hancock? Nix, ne? Wahrscheinlich... Ja, hin. Hey, hallo. Also komm, das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Du kannst denn, die können nicht verlangen, dass du ständig Klumpert mit dir mitschleppst. Nicht einmal Zeit für ein Geschütztürmchen, verstehst? Alter, wehe, das hat hier jetzt nicht gespeichert, dann schrei ich. Ich schwöre, ich schrei. Heimlich, still und leise. Na los, lad schneller, du Klumpert. Natürlich, hier bin ich. Dein Ernst? Alter. Weißt du, solche Sachen regen einen schon irrsinnig auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich regt das gerade echt auf. Das finde ich gerade echt mehr als ungut. Das muss nicht sein, sowas. So eine Scheiße. Stahl, Blei, Säure, Stahl. Wo ist jetzt der scheiß Stahl? Da, nehmen wir alles mit. Elendige Scheiße da, echt. Entschuldigung, aber ist ja wahr. Was haben wir da noch hier? Das ist ein Kack-Einkaufskorb. Glasfaser. Ich brauche kein Glas, ich brauche Öl. Kleber? War Kleber nötig? Ich hab's vergessen. Na, Schaltkreise brauchte ich, glaube ich. Öl, her damit. Gummi, Kleber, Stoff, das interessiert keine Sau. Braucht auch keine Sau. Was haben wir da? Zahnräder. Was haben wir noch? Öl, ich brauche Öl. Bitte. Schaltkreise, nehmen wir halt da noch ein paar mit. Ah, ich bin schon überladen. So, ist wurscht, nehmen wir das was mit.
Schraubenlocker, ja, bei denen da drüben haufenweise Seife, von mir aus. Na komm, Öl. Hallo, Öl. Oh, da ist viel Öl. Das nehme ich alles mit einmal, ist wurscht. Hancock, Heini, wo bist du? Kumpel? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hancock, da, bitte. Ich nehme Wünsche entgegen. Ja, du sollst mir schleppen helfen, bitte. Brauchst du was? Ja, schleppen helfen. Diverses Schrott. Nimm einfach mal irgendwas, ist wurscht was. So, reicht schon mal. Passt. So, dann bohrt man uns halt wieder hin, ne? Wo war jetzt dieser Schmarrn? Hier, ne? Irgendwo, glaube ich. Da. Boah, ist das wieder fies, ey. Naja, dann starte ich halt die Quest, dann bauen wir halt den Schmarrn schnell hin und dann wird es wohl hoffentlich passen. Na, unglaublich. Mit Raketenwerfer, verstehst? Mit Raketenwerfer. Wie bescheuert. Servus, du blöde Schnepfen. Hallo? Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ja, sind wir. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verziehen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wiederkommen, um ein Exempel an uns zu statuieren. Ja, weiß ich schon. Wir sind keine Soldaten. Hoffentlich kannst du uns helfen, eine Verteidigung aufzubauen, bevor es zu spät ist. Ja, mach mal, lass mal mich arbeiten hier. So, mach endlich. Gut. Ich würde sagen, ich stelle gleich hier. Oder hier gleich, ist sie wurscht, da so eine Buffen hin. Wir haben nicht viel Zeit. Na los, werd ready, du Klumpert. Stahl. Wieso fehlt jetzt wieder Stahl? Ach, nein, ich will das nicht lagern. Hancock, wo bist denn schon wieder? Komm her, fix und die Geigen. Aber Flotti. Komm. Echt, dieses System, das ist ja... Hey, was soll ich tun? Alles hergeben. Sofort. Kannst du irgendwas wegwerfen? Ja, dein was Hut gleich. Entschuldigung, blöder Hut. So, und anziehen. So, Entschuldigung. Ja, ich kann nicht gehen, ich weiß. Und ich habe keine Zeit für diese Späßchen. Komm, mach. Stell endlich diesen Scheißdreck da auf. Entschuldigung, aber ist ja wahr. So. Am besten so. Und so hin. Die schweren Geschütze gleich. Ein zweites noch. Vielleicht so hin. So, und gut ist. Dann so und drum. Am besten ein höheres. Ich würde gleich sagen... Na, so schaut scheiße aus. Da ist zu hoch. Das ist mir zu hoch. Na, würdest du dich jetzt hinstellen lassen? So hätte es genommen, ne, oder wie? Boah, ey, Zäune. Dahin? Alter! Ich glaube, ich spinne, ne? Sind schon da. Hallo, würdest du die Waffe nehmen, Chopper? Ich gehe natürlich nur, ne? Alter, mir jetzt gerade voll. Würdet ihr jetzt mal schießen, ihr Deppen? So habe ich das, ey. Ja, vergiss es. Ich bin ja schon wieder so gut wie tot. Natürlich kann ich nämlich nur gehen. Alter. Ja, mit der Buffen richtig gar nichts aus. Warte mal. Langsam jetzt. Echt, du hast null Zeit, Phoenix. Wenn du das Ganze nicht nebenher irgendwie aufbaust, ist alles scheiße, echt. Entschuldigung, aber ist so. Wo ist denn jetzt so ein Scharfschützenklumpert? Das da vielleicht. So, geht jetzt was? Natürlich, eine Treffsicherheit von nix. Arschloch, wo bist denn? Ist jetzt hin? Ja. Moment, wo kommt denn der jetzt her? Okay. Ja. Automatisch speichern. Ah, jetzt. Alter, ich muss das Klump abladen. Es ist ja nicht zu glauben jetzt, oder? Na, Gott sei Dank haben die Dinger geholfen. Also. Gesamter Schrott rein.
So, Gott sei Dank, ich kann wieder hatschen. Gnädigste, bleib mal kurz da. Wir haben es geschafft. Ja. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren. Aber die Minutemen waren für uns da. Ja, passt. Jo, jetzt gehen wir da plündern. Ich sag euch was, das ist echt unglaublich. Na. So. Da wo ist irgendwo auch so ein Trottel gestorben, glaube ich. Oder auch nicht. Ich glaube schon, oder? Da. So, wahrscheinlich gleich überladen. Ja, ja, und ich schwör soweit. Und wo ist Nummer 3? Ich habe leider überhaupt niemanden von denen getroffen. Aber ist ja auch wurscht. Aufgepasst. Hm? Handel. Immer bereit für ein Geschäft. Ja. Leider, tut mir leid, Hancock. Ich muss dich wieder überladen. Wobei, so viel ist es gar nicht. Das reicht schon mal. So, wir porten uns zurück nach Sanctuary Hills. Geben die Quest ab und dann gehen wir questen. So. Die paar Minütchen, die wir noch haben. Wir werden dann jetzt auf jeden Fall einmal zu unserem Super-Genie von Supermutant zurückkehren. Ihm unsere guten Nachrichten überbringen, was die Dings betrifft, also was den Teleporter betrifft. Oder besser gesagt, die Infos von dem Chip, die wir da haben. Jo. Ich denke, das ist mal ein Anfang für heute. Dass ich irgendwas Gescheites noch mache. So, sind wir soweit? Passt. Hancock. Aufgepasst. Gib her das Klumpert. Nicht dein Hut. Alter. Ja, es ist wieder da. Zwei Raketenwerfer. Das waren zwei Raketenwerfer. Zwei. Habe ich schon gesagt, dass das zwei Raketenwerfer waren? Alter, ich glaube, ich träume. Mist, jetzt hätte ich die beiden Siedler. Ja. Zu spät. Die beiden Siedler hätte ich jetzt können wunderprächtig und wunderbar einkleiden. So, Köterfleisch. Gebacken, gegrillt, gekocht, geröstet. Das kommt weg und das kommt weg und das auch. Das auch. Das tun wir auch weg. Das auch. Das sowieso. Lego anbissen ist, glaube ich, auch noch zum Kochen. Leuchtender Pilz ist auch noch zum Kochen, wenn überhaupt. Oder halt für Labor. Also Dingens. Das kommt weg, das tun wir weg. Ja, von mir aus auch. Das kommt weg, der Kuchen bleibt. Mutantenkeule bleibt, das bleibt. Ja, die Cola. Die von mir aus können wir wegtun. Die werde ich behalten. Das auch, das auch. Jo. Na, wobei, hier können wir vielleicht 5 oder so mal, oder 6, ist ja wurscht. Tun wir mal weg. Hier vielleicht auch 3. Roboter-Reparatursatz können wir noch behalten. Das Steak, ja, tun wir da mal auch weg. Das ist nicht so schlecht. Das tut man weg. Schmutziges Wasser weg, der kommt weg. Ein Filet, das lassen wir noch. Das Fleisch kommt weg. Das lassen wir auch. Das kommt weg. Das kommt weg. Totes Krallenfleisch. Ist, glaube ich, unzubereitet. Hoffe ich mal. Whisky, Wodka, der Braten und die Riebchen bla bleiben da. Inventar, ich glaube, das passt jetzt mal. Boy. Und auf geht's zu unserem Supermutanten. So. In das zum leuchtenden Meer eben. Also, na komm. Felsige Höhle, bitte ja. So, ja. Porti, Porti. Puh. Jo. Passt und nix wie rein in die gute Stube. War dahin gerade wieder eine Teufelskralle? Teufelskralle, genau. Dämon. Ja. Entschuldigung, ich bin momentan WoW geschädigt. Tut leid. Todeskralle, jetzt habe ich's. Hallo. Servus, ich bin wieder da. Ich soll die Waffe vielleicht mal wegpacken. So. Hallo. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst. Mhm. Hast du was für mich?
Sarkastisch, ich hab ihn. Stell mich nicht in Frage. Na, waschen, ich hab ihn. Den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Mhm. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Mhm. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Ist das wichtig? Freunde, Railroad. Nicht antworten. Freunde. Ich habe ein paar Freunde im Commonwealth gefunden. Besser du als ich. Mit so einem Gesicht werde ich nicht allzu viele Freunde finden. Wahrscheinlich. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Okay. Biowissenschaft. Sarkastisch. Gut genug. Nicht gut genug. Biowissenschaft, Freizeichen. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Funktioniert das? Ich weiß nicht. Kriege ich ihn? Zweifle nicht an mir. Ach, das wird schon funktionieren. Also, kriege ich ihn. Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Hm. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okay. Großartig. Mit wem sind wir denn jetzt? Was ist denn hier gestorben? Alter, Hancock. Jo, optional. Wir können jetzt mit drei Leuten sprechen. Mit wem fangen wir an? Ja, eigentlich mit der Railroad, ne? Die haben uns ja befohlen, dass wir als allererstes mit denen sprechen müssen. Hey, hier gibt's Strahlung. Ja? Für Weicheier. Nein. Und mir kommt vor, ich habe eine Todeskralle gehört. Da war doch was, oder? Da ist sie schon. Bäm. Naja, nachladen. Okay. Nichts getroffen. Sehr schön. Würdest du irgendwo hin ausweichen? Also, irgendwie macht die Waffe kaum Schaden bei dem Viech, ne? Jetzt. Au! Jetzt sicher wieder irgendeine stepperte Schwachstelle. Wahrscheinlich Füße oder irgendwas. Wenn ich mal Füße erwischen würde. Au, lass du einen Hancock in Frieden. Ja, ja, du stinkst aus dem Maul. Sehr ekelhaft. Ich wollte eigentlich die Füße treffen. Das kann ich, glaube ich, schon vergessen. Bitte, wie wenig Platz hatten die? Nur 6 Schuss. Füße. Geht das? Nö, Füße, das scheint jeder wurscht zu sein. Oder ihm. Was auch immer. Ja, natürlich, habe ich keine Ausdauer dafür. Ja, ja, du stinkst. Du stinkst. Ich muss Hancock helfen. Da kriegst du mal was. Au! Du Sau. Au, du Sauviech. Hörst du auf? Ja, ich glaube auch gleich, dass ich tot bin. Au! Ja,
Ja, du stinkst. Hör auf damit. Bäm. Weg mit dir, Mistviech. Ist ja unglaublich, sowas. Also, wo wollten wir hin? ja. So, da gibt es viele Wege jetzt auf einmal. Ja. Richtig. Wir müssen als erstes... Ich bohr mich mal hier hin. Die Railroad, ne? Also die haben mir gesagt, wir müssen denen zuerst Bescheid geben, bla bla bla. Das ist ja unsere Vereinbarung, ne? Dafür, dass wir jetzt, dass sie uns geholfen haben. Dann die Minutemen. Ich hoffe, man kann mit allen drei zuerst sprechen, bevor wir das angehen. Das wäre ganz supi. Gibt sicher viele Pünktchen für uns. So. Na los, mach hinne. Na los. Drei Jahre später. Horuk. Perfekt. So. Also mal geradeaus. Dann nochmal laden. die Welt besteht nur aus Ladebalken. Oder Ladekreise wieder unten eben. Da da dam da dam da dam da dam da dam di da 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 dam di dam dam di dam dam da. Na los, hopp, ruck, geht schon. Jawohl. So, jetzt sind wir da. Ich glaube da. Und schon wieder dunkel. Mal schauen, ob die Ghule wieder auferstehen. Ich glaube, die bleiben tot. Hoffe ich mal. So, da hinten. Nein, da sind wir herkommen. Warte mal, wo geht's schon hin? Darüber, ne? Ich vergesse das immer. Ging's hier nicht runter? Ja, passt. Ich glaube, ich bin gerade über ein Dings gestolpert, fast unter Anführungszeichen gestolpert. Haben wir da was drin? Juhu! Super. Warte. Nein. Nein, kein Ghoul. So. Dam, dam, daram. Daram. Was? Hallo. Ich habe Infos und so. Ich sollte vielleicht zuerst speichern, ne? Für den Fall der Fälle, dass das hier ein Blödsinn ist, was ich mache. Also, Gnädigste. Hallo. Ort. Ah, der Schrecken der Runner ist zurück. Was führt dich zu uns? Also, Virgils Baupläne. Das Institut. Signalfänger. Ach, nichts. Ich würde sagen, Virgils Baupläne. Kannst du dir mal diese Baupläne ansehen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Bei sowas wäre ich sogar misstrauisch, wenn mir das einer meiner Agenten sagen würde. Und bei dir erst recht. Hör zu, du hast ganz offensichtlich was drauf. Ich glaube, du wärst für unsere Organisation ein echter Gewinn. Du musst es nur beweisen. Zieh die Sache mit Deacon durch. Wenn alles glatt geht, können wir über deinen Plan reden. Hey, das ist ja gemein. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Nein. Mm-mm. Gar nichts. Desdemona. Wir gehen getrennt raus, nachdem du weg bist. Hier sollte man am besten keine Aufmerksamkeit erregen. Scheiße. Müssen wir das jetzt echt machen? Naja, hilft dann wohl nichts, ne? Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und dann gehen wir... ich glaube, als nächstes zu den Minutemans. La 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 la. La la lila. Dam dam diram dam 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 dam. Daram dadam. Daram daram dadam. Dam didl 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 dam dam daram. So, tschüssi. Gut. Dam 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 dam.
Da-dam. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Und wieder laden. Ja, das gehört sich so. Ja, schönes Wetter. Hurra. Als nächstes, wo dürfen wir denn als nächstes hin? Da ist auch was. Keine Ahnung. Sprich mit Preston. Was haben wir noch? Die Bruderschaft. Würde ich meinen, okay. Reden wir mal mit den Brüderchens. Ja. Und dann noch mit den Miniatments, wenn es halt geht. Wie gesagt, ich speichere das wieder für den Fall der Fälle, dass ich einen Schmarrn mache. Jo. So, na los, Ladebild schneller. Perfekt. Okay, hier schießt keiner. Oder doch? Warte, der steht da schon draußen. Tun wir wieder speichern. Da wollte jemand das Gesicht anfliegen. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. Da wer da ist? Achso, das Schiff. Achso, ja. Kann schon sein. Wir gehen auf jeden Fall rein, weil wir müssen mit dem Big Boss sprechen. Ja. Servus. Wilde Hallo. Kuhle platzen wie reifes Obst, wenn du ihn mit einer Power-Rüstung auf den Kopf trittst. Oh Mann, ich liebe das Geräusch einfach. Mir ist schlecht. Hallo. Hallo. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Jo, deine Erwartungen. Beitritt wäre eine Ehre. Was? Noch immer kein Interesse. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es so läuft wie bei Skyrim. Oder so ähnlich. Es wäre mir eine Ehre, ihr beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Aelin, Rhys, begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Sie ist ziemlich vielversprechend und mit der richtigen Führung hat sie das Zeug dazu, eine der Besten zu werden. Ich werde dich nicht enttäuschen. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Sauer, weil ich bleibe? Sarkastisch. Allein unterwegs. Muss nichts beweisen. Nö, das obere. Bist du sauer, weil ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Rhys, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Verstanden. Kein Problem. Hass ist, Regeln zu befolgen. Verhaltenskodex. Willst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei Arcjet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay. Ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit Ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Mein neuer Rang in Ordnung, danke. Und ein Anfang. Nö, passt schon, danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Ritter. Sie weiß doch nicht mal, was das heißt, Aelin. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar. Denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Pridwin melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Aelin oder Ritter Rhys erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Danke. Abgeschlossen. Unterstützen.
Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ich schaue mich, was kaputt gemacht habe. Na, schaut nicht aus. Ich darf noch mit Preston reden. Ich glaube, das ist noch okay. Zu ihrer Burg oder so muss ich jetzt nicht, ne? So, toll, wo war jetzt die Burg? Na, muss ich nicht. Preston reicht. Minuteman und so, ne? Boah, ich bin gerade voll erleichtert. Ich hatte schon so Schiss. Sind wohl wichtiger, als ich dachte. Ja, was auch immer das war, es war wirklich ein Stich in ein Wespennest. Sieht aus, als würde das ein richtiger Krieg werden. Und deshalb sollten wir diesen Ort hier auf Vordermann bringen, bevor jemand Schlaueres als ein Rudel Ghule entscheidet, dass wir ein gutes Ziel sind. Das ist wohl wahr. Seid ihr fertig? Okay, ihr habt nichts für mich, ne? Ich lasse das mal mit dem Paladin-Typen hier. Ich gehe noch schnell. Okay, ich gehe eigentlich nirgendwo mehr hin, weil der Part ist zu Ende, aber mit Preston möchte ich schon noch gern sprechen. Okay, das heißt, ich darf tatsächlich, so wie es ausschaut, bei allen Fraktionen mitspielen. Das freut mich gerade. Ich hoffe, dass ich wirklich nichts kaputt gemacht habe, aber es schaut nicht so aus. Würde mich auch sehr wundern, weil bei, wie gesagt, Skyrim und so, war das eben auch möglich, dass man mehrere Fraktionen angehören konnte und bei jedem quasi Rufpunkte, wenn man so möchte, sammeln konnte. Also Sympathiepunkte, wie auch immer, keine Ahnung, wie man das gerne nennen möchte. Jo. Na passt, dann tun wir schnell mit Preston reden. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt schnell an. Und dann würde ich sagen, passt das für heute. Also, Büble, wo bist du? Meistens ist er da oben. Und natürlich, jetzt wo ich ihn brauche, offensichtlich nicht. Großartig. Im Haus wird er wahrscheinlich auch nicht sein, ne? Oder in irgendeinem Haus. Dass ich da jetzt Glück hätte, dass er da jetzt das herumstravanzen würde. Ne. Na. Yes, ist na. Servus. Ja, so geht's auch. Preston. Hallo, Kotzi. Preston, wo du sein? Der ist immer verschwunden, der Kerl. Immer wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Und da geht er auf einmal. Als ob er gerade hier gespawnt wäre. Servus. Was brauchst du, General? Virgils Pläne. Kannst du dir mal diese Baupläne anschauen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Das Institut? Warum zur Hölle willst du dich mit den Typen anlegen? Kannst du helfen? Spielt keine Rolle. Mein Baby. Mein Mann. Baby. Sie haben mein Baby entführt. Scheiße. Das ist übel. Sogar für die. Wir werden dir helfen, wo immer wir können. Keine Sorge. Mal angenommen, du kannst das Ding bauen. Was genau macht es? Mokulartransmitter, Institut Technologie, Teleportation. Damit komme ich rein. Ja, die Wahrheit, ne? Wusstest du, dass das Institut einen Teleporter hat? Sie nennen ihn Molekulartransmitter. Teleportation? Im Ernst? Wow. Das würde erklären, wie das Institut operiert. Wenn jemand aus diesen Plänen schlau wird, dann Sturges. Ich glaube, es gibt nichts, das er nicht bauen oder reparieren kann. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Später, liebe Ada. Zuerst muss ich noch ein bisschen Sympathie aufbauen mit Hancock und so, weißt du? Wäre nicht schlecht. Jo, jetzt ist aber so, wenn ich ihm das... Moment, ich habe doch die Pläne abgegeben. Wie geht denn das jetzt? Mei, du bist zu lieb. Ich bin überfordert. Ich habe den Raider eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Da war noch was. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Yeah. Perfekt. Hi, Ada. Ja, gleichfalls.
Ja, wo ist denn dieser Typi-Typ? Da ist der Typi-Typ. Ich tue wieder speichern. Uff, das ist echt viel, ne? Und wieder Überlänge. Hallo. Kirsten meinte, du könntest dir diese Pläne mal für mich ansehen. Klar. Zeig mal, was du da hast. Kannst du das bauen? Schnell abarbeiten. Hier. Nicht jetzt. Nö, passt schon. Hier. Ja, bitte. Wow, ziemliches Chaos. Sieht aus wie... verschlüsselte Radiowellen, okay. Das wird also durchgeleitet durch... Scheiße, was? Teleportation? Das ist ziemlich abgefahrener Scheiß. Hm. Bist du sicher, dass das kein Schwachsinn ist? Kannst du das bauen? Sarkastisch, das stimmt. Stell mich nicht in Frage. Kannst du das bauen? Ich hab das von jemandem, der weiß, wovon er redet. Kannst du das Ding bauen oder nicht? Ja, ich glaub schon. Wie dem auch sei... Die Eierköpfe denken sonst nie an den Kleinkram, den man braucht, um etwas tatsächlich zu bauen, aber hier scheint alles da zu sein. Ja, ich werde etwas Zeit brauchen, um mir das genauer anzusehen. Die Handschrift ist ziemlich schwer zu entziffern. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal mit was anfangen, das er stabilisierte Reflektorplattform nennt. Du wirst ziemlich hochwertiges Metall brauchen, aber im Grunde ist es nichts anderes als die Verkleidung eines Jettriebwerks oder sowas. Teileliste? Ich will anfangen. Gut gemacht. Das funktioniert nicht. Na doch schon, aber eine Liste wäre schön. Kannst du eine Liste von den Sachen geben, die wir für diese Plattform brauchen? Ja, sicher. Hier sind sämtliche Sachen aufgelistet, die du für das erste Teil brauchst. Ich glaube, wir haben das alles in Sanctuary, wenn du das Ding da bauen willst. Während du daran arbeitest, versuche ich rauszufinden, wie man den Rest dieser Maschine baut. Was ich jetzt schon sagen kann, das Ding wird eine irre Menge Energie brauchen. Behalt das am besten gleich im Hinterkopf. Wenn du also zufällig einen Kernreaktor überhast, könnten wir den gut gebrauchen. Außerdem wird das Teil ziemlich groß. Finde also einen schönen, großen, offenen Platz, an dem viel Energie bereitsteht. Okay. Okay. Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Questmäßig? Ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part, das lassen wir mal mit dem Reflektor-Plattform-Geschichtel und werden wir probieren, Tiken zu helfen, weil wir sollen uns ja auch bei der Fraktion quasi einschmeicheln. Wow, da ist ein Siedler mehr geworden. Ich glaube, die haben Kinder bekommen. Nein, Spaß. Weil vorher waren sie nur 13, ne? Jetzt sind wir schon bei 14. Großartig. Oder ist einer gestorben? Waren wir 15? 15 waren wir, ne? Verdammt, da ist einer gestorben. Ach, ist ja wurscht. Jedenfalls, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!